Mein Name ist Martin Lipp. Ich arbeite und forsche seit 1994 am Max-Helbrück-Zentrum für molekulare Medizin der Helmholtz-Gemeinschaft in Berlin. Bis 2015 habe ich die Abteilung molekulare Tumor- und Immungenetik geleitet. Bevor ich nach Berlin gekommen bin, habe ich 11 Jahre an der Universität München gearbeitet und habe dort eines der Forschungsprojekte, für die ich heute ausgezeichnet werde, begonnen. Ich habe Biologie und Medizin studiert, würde mich heute aber eher als Immunologe bezeichnen. Für mich stand schon während des Studiums fest, dass ich meine berufliche Perspektive in der biomedizinischen Grundlagenforschung sehe. Es waren ja damals aufregende Zeiten. Es war die Geburtsstunde der Molekularbiologie, mit deren Hilfe man Gene isolieren konnte und deren Funktion untersuchen. Mich haben von Anfang an die neuen Methoden fasziniert und auch die Möglichkeiten, die sich daraus ergaben. Vor allen Dingen auch in der Krebsforschung. Ja, mein wissenschaftlicher Schwerpunkt liegt auf dem Gebiet der Zirkulation von weißen Blutzellen. Dazu gehören auch die Lymphozyten. Von diesen Lymphozyten haben wir 1 bis 2 Millionen in 1 Milliliter Blut. Und die Zirkulation von weißen Blutzellen oder Lymphozyten ist eine wichtige Voraussetzung, dass ich eine effiziente Immunantwort entwickeln kann. Wir haben die Moleküle entdeckt, die die Zirkulation von Lymphozyten steuern. Man unterscheidet 2 Zelltypen, die B-Zellen und die T-Zellen. Die B-Zellen entwickeln sich im Knochenmark, sie produzieren Antikörper, die fremdartige Strukturen erkennen können. Im Gegensatz dazu sind die T-Zellen, die sich im Thymus entwickeln. Das ist ein Organ auf der Höhe des Brustbeins. Die T-Zellen richten sich ebenfalls gegen körperfremde Strukturen, die aber auf der Oberfläche von Zellen sich befinden. Das heißt, T-Zellen können Virus, zum Beispiel virusinfizierte Zellen erkennen oder auch Tumorzellen erkennen und eliminieren. So schön, so gut. Aber es gibt ein Problem. Nur wenige der B- und T-Zellen können wirklich einen Fremdling erkennen. Es muss also reguliert werden, dass die B- und T-Zellen, die spezifisch sind für eine spezifische fremde Struktur, diese auch erkennen und bekämpfen können. Uns ist es gelungen, die molekularen Mechanismen zu identifizieren, die für diese Regulation der Zirkulation verantwortlich sind. Interessant ist auch, dass die gleichen Mechanismen für die Tumormetastasierung eine entscheidende Rolle spielen. Alles hat vor knapp 30 Jahren begonnen, auf der Suche nach einem Onkogen in einem aggressiven Tumor, dem Burkitt-Lymphom, haben wir einen völlig unbekannten Rezeptor isolieren können. Ein Rezeptor ist kurz gesagt eine Struktur auf der Zelloberfläche, die Signale empfangen kann, aber dann auch die Signale nach ins Innere der Zelle weitergeben kann. Uns ist es dann gelungen, einen ganz eng verwandten Rezeptor auch auf T-Zellen zu isolieren. Diese Rezeptoren werden heute als Chemokinrezeptoren bezeichnet, weil sie auf sogenannte chemotaktische Moleküle reagieren können. Diese chemotaktischen Moleküle kann man auch als Lockstoffe bezeichnen. Das heißt, die Chemokinrezeptoren regulieren, dass Zellen in Richtung dieser Lockstoffe wandern können. Wir konnten zeigen, dass diese Chemokinrezeptoren für die Zirkulation der Lymphozyten durch die Blutbahn, aber auch durch die Lymphgefäße wichtig sind und dass sie essentiell sind für die, sagen wir, die Organisation oder funktionelle Organisation von lymphatischen Organen, wie der Milz oder der Lymphknoten. Nehmen wir ein aktuelles Beispiel wie die Grippeimpfung, um die Funktion der Chemokinrezeptoren zu verdeutlichen. Ein Grippeimpfstoff besteht aus abgeschwächten Grippeviren. Bei einer Impfung in den Oberarm werden diese Grippeviren aufgenommen von spezifischen Zellen und dann mit Hilfe eines Chemokinrezeptors, der übrigens der gleiche ist, den wir in T-Zellen gefunden haben, über die Lymphbahn in die nächstgelegenen Lymphknoten geleitet. Das wären in diesem Fall die Lymphknoten, die im Achselbereich liegen. Die
B- und T-Zellen waren dann ebenfalls über Chemokinrezeptoren aus der Blutbahn in die Lymphknoten ein. Die meisten B- und T-Zellen verlassen die Lymphknoten aber wieder, weil sie das Grippevirus nicht erkennen können. Nur ganz wenige dieser B- und T-Zellen haben die entsprechende Struktur auf der Oberfläche, den Grippevirus zu erkennen. Sie werden dann aktiviert und teilen sich. Damit wird eine Immunantwort initiiert. Nicht bei der Impfung, aber wenn Sie zum Beispiel schwere Infektionen erleiden, dann kann das bemerkt werden, wenn die Lymphknoten anschwellen. Das ist ein Zeichen dafür, dass eine Immunreaktion in die Wege geleitet wurde. Interessanterweise werden die von uns identifizierten Chemokinrezeptoren auch auf einigen sogenannten soliden Tumoren exprimiert. Und sie sind dafür verantwortlich, dass diese Tumorzellen dann in die Lymphknoten einwandern können und diese lebensbedrohlichen Lymphknotenmetastasen bilden können. Wir konnten auch zeigen, dass die gleichen Chemokinrezeptoren nicht nur ein Signal für die Wanderung von Zellen vermitteln können, sondern sie können selbst auch ein Wachstums- oder Überlebenssignal für bestimmte Lymphome vermitteln. Die von uns gefundenen Chemokinrezeptoren haben eine entscheidende Bedeutung für die Behandlung von Tumorwachstum oder die Metastasenbildung. Interessant ist auch, dass diese Rezeptoren eine entscheidende Rolle bei einigen Autoimmunerkrankungen spielen. Wenn man in der biomedizinischen Grundlagenforschung arbeitet, hat man natürlich häufig, sagen wir sogar einen Traum, dass die Ergebnisse aus der Grundlagenforschung einmal Einzug in die Klinik halten könnten. Deshalb haben wir in den letzten Jahren aufgrund unserer Ergebnisse sogenannte translationale Forschungsprojekte entwickelt, um die Ergebnisse aus dem Labor in die Praxis zu überführen. Und ich bin besonders stolz darauf, dass es uns gelungen ist, auf der Basis der Erkenntnisse auch Antikörper zu entwickeln, die gegen Lymphome gerichtet sind und gegen das multiple Myelom. Und wir konnten auch in sogenannten präklinischen Experimenten nachweisen, dass diese Antikörper eine hohe Wirksamkeit haben, um das Wachstum der Tumoren zu verhindern. Ein besonders vielversprechender, humanisierter Antikörper gegen das bisher unbehandelbare multiple Myelom wird derzeit für klinische Studien weiterentwickelt. Ich betrachte das als sehr großen Erfolg. Uns ist es praktisch gelungen, vom Labor ans Krankenbett den Schritt zu gehen. Darauf bin ich stolz. Auf meinem beruflichen Weg empfinde ich dieses Forschungsprojekt als etwas ganz Besonderes. Denn uns ist es gelungen, von der Entdeckung über die funktionelle Aufklärung bis den Eingang in klinische Studien alles eigenständig zusammen mit meiner Arbeitsgruppe zu entwickeln. Darüber hinaus haben unsere Ergebnisse zur Eröffnung von völlig neuen Forschungsfeldern geführt, die von vielen Gruppen im In- und Ausland zu ihrem eigenen Forschungsthema gemacht worden sind. Und unsere Ergebnisse sind inzwischen Bestandteil eines jeden immunologischen Lehrbuchs. Da muss man ja ausnahmsweise mal zufrieden sein. Ich war immer mein eigener Lehrer und war immer mein bester Schüler. Voraussetzung ist, ich hatte die Freiheit dazu.